Wir sind auf der Döttinger Höhe, haben gerade die neue Zufahrt für den Touristenverkehr rechts liegen lassen. Und dann kommt die erste Kurve nach der Döttinger Höhe, die Antoniusbuche. Das ist eine wahnsinnig schnelle Linkskurve, die üblicherweise voll gefahren wird, die man auch mit über 300 noch voll fahren kann, je nach Fahrzeug. Vielleicht nicht in der ersten Runde, aber eben eine sehr, sehr schnelle Kurve. Wir stehen hier ausgangs Antoniusbuche, Anfahrt zum Tiergarten. Und wie man hier auch an den ganzen Kratzern im Asphalt erkennen kann, hier ist natürlich eine gute Dämpfer-Feder-Abstimmung ganz entscheidend. Ganz genau. Es kommt darauf an, das Auto eben nicht zu hart abzustimmen, aber eben auch nicht zu weich, damit das Auto hier nicht zu viel aufsetzt. Wir kommen hier mit Topspeed an, mit unserem Auto knapp mit 250. Also es ist eine absolute Topspeed-Passage, an der wir uns befinden. Und je nach Fahrzeug hat man hier schon den ersten Bremseingriff. Genau, also das macht tatsächlich Sinn, gerade mit älteren Fahrzeugen, wo das Fahrwerk vielleicht nicht ganz so optimal abgestimmt ist, heißt es hier in drei Phasen die Hohenrain-Schikane anzubremsen. Das wäre Phase Nummer 1, wo man schon mal leicht anbremst, damit das Auto nicht ganz so hart einfedert und damit du anfangen kannst, dich schon mal leicht links rüber zu sortieren. Wichtig hierbei in der Anfahrt ist ein absolut gerades Lenkrad. Fahre ich hier mit Lenkwinkel in diese Kompression, bekomme ich unheimlich viel Unruhe ins Fahrzeug und kriege weiter vorne Probleme, mein Auto zu positionieren. So richtig spannend ist es dann, wenn du hier zu zweit nebeneinander herfährst. Das ist sicherlich eine Stelle, wie so viele Stellen an der Nordschleife. Hier ist kein Platz für Missverständnisse. Und die Hohenrain-Schikane, die ganz enge Schikane, heißt es eben in drei Zonen, das Auto runterzubremsen. Du bremst einmal kurz das Auto zusammen vor der ersten Kompression, damit das Auto eben nicht zu sehr durchschlägt. Dann lenkst du ein in den Tiergarten, positionierst dich nochmal mittendrin, musst du gegebenenfalls nochmal kurz abbremsen, damit du rechts rüberkommst. Und dann kommt der finale Bremsschlag für die ganz enge Passage, die Hohenrain-Schikane. Und da muss der Bremspunkt sitzen. Wenn da mal die Bremse durchfällt, dann geht es durch die Leitplanke wahrscheinlich Richtung historisches Fahrerlager. Mit ein bisschen mehr Tempo kannst du direkt im Hotel einchecken, aber das will man nicht. Wir haben es geschafft, letzte Kurve der Nürburgring-Nordschleife. Wir können anfangen schon zu jubeln, einmal in die Tribünen winken. Aber zunächst mal müssen wir eigentlich noch navigieren, denn wo fahren wir hier eigentlich lang? Ganz genau, es gibt nämlich zwei Varianten, nämlich die VLN-Variante führt uns gerade durch die Reifenstapel auf Start und Ziel der Grand Prix-Strecke. Die Touristenfahrten und auch die ganzen Nürburgring-Rekordfahrten, die hier stattfinden, finden nämlich hier statt. Ja, nämlich rechts abbiegen auf die sogenannte T13, ein kurzes Stück gerade, wo dann die Zeit der jeweiligen Rekordrunde abgewunken wird. Genau, das Ganze Höhe T13. Die alte Boxengasse liegt noch ein bisschen weiter rechts von uns. In die neue Boxengasse kann man auch hier im VLN-Rennen hier weiter geradeaus halb rechts abbiegen, ja, wenn man sich einen frischen Satz Reifen abholen möchte. Aber wir wollen die Runde ja mit euch beenden. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wir haben unsere Runde beendet und freuen uns aufs nächste Mal. Ciao, tschüss.